Ja, okay. Damit seid gegrüßt, mein lieben Zwergenummer, zu einem neuen Part. Ja, When is Monday? Mit dem Zwergenfürst. Wo waren wir noch gleich? Ich hab's über die Zeit hin vergessen. Wo waren wir stehen geblieben? Irgendwas wollten wir hier machen. Der Pfandleiher. Du kannst also den Deal mit dem Rift klar machen. Na sicher. Pünktlich und zu einem sehr guten Preis. Ich sollte allerdings los, wenn ich's noch schaffen will. Wie spät ist es? Keine Ahnung, aber entspann dich. Du hast noch viel Zeit. Was ist mit der Konkurrenz? Ist alles noch unter Kontrolle? Die Turnbulls, die Orphans und die Furies werden stillhalten. Und ich glaube nicht, dass die Lassies Probleme machen. Aha. Du musst also den Deal mit den Riffs klar machen. Na sicher. Pünktlich und zu einem sehr guten Preis. Ich sollte allerdings los, wenn ich's noch schaffen will. Wie spät ist es? Keine Ahnung, aber entspann dich. Du hast noch viel Zeit. Was ist mit der Konkurrenz? Ist alles noch unter Kontrolle? Die Turnbulls, die Orphans und die Furies werden stillhalten. Okay, und ich glaube nicht, dass schon die Lassies Probleme machen. Entschuldige mal, kann ich dich mal kurz sprechen? Hab grad Kundschaft. Ich komm gleich zu dir. Schon okay, ich wollte eh nur... Er sagte gerade, du sollst warten. Pass auf, dass er es nicht nochmal sagen muss. Weil sonst sag ich's dir nochmal. Oh, keine Sorge, nicht nötig. Du kannst also den Deal mit den Riffs klar machen. Na sicher. Pünktlich und zu einem sehr guten Preis. Ich glaube, er will gerade nicht mit mir reden. Ich sollte allerdings los, wenn ich's noch schaffen will. Wie spät ist es? Keine Ahnung. Der Typ macht sieht nicht sehr vertrauenserweckend aus. Du hast noch viel Zeit. Den fasse ich nicht an. Was ist mit der Konkurrenz? Der wäre sicherlich nicht gerade. Ist alles noch unter Kontrolle? Die Turnbulls, die Orphans und die Furies werden stillhalten. Der hört... Und ich glaube nicht, dass die Lassies so, Probleme ja, machen. Das wollten wir. Erstmal mit Mel reden, damit es keine Missverständnisse gibt. Haben wir doch schon. Wenn du glaubst, dass man so eine Quietschstimme kriegt, wenn man Propangas einatmet, dann bist du schief gewickelt. Na sicher. Pünktlich und zu einem sehr guten Preis. Nur eine Gasflasche. Ich sollte allerdings los, wenn ich es noch schaffen will. Wie spät ist es? Keine Ahnung. Jetzt weiß ich wieder, wir müssen an die Gasflasche rankommen. Nö, der hört mir nicht zu, bis er fertig mit Reden ist. Was ist mit dir? Ist alles noch unter Kontrolle? Die Turnbulls, die Orphans und die Furies werden stillhalten. Also nicht, oder was? Ich denke mal, nein. Wir müssen irgendwie an die Gasflasche rankommen. Nein. Aber wie kommen wir in die Fremdsleihe in die Gasflasche ran? Du kannst also den Deal mit den Riffs klar machen. Na sicher. Nö, pünktlich der hört mir nicht zu, bis sehr er fertig guten mit Reden ist. Ja, aber wie, aber ich was, sollte allerdings wo? Los, wenn ich es noch schaffen will. Ich glaube, der will... Wie spät ist es? Keine Ahnung, ja, aber entspann dich. Du hast noch viel Zeit. Erstmal mit Mel reden, damit es keine Missverständnisse gibt. Was ist mit der Konkurrenz? Und wie soll ich das anstellen? Ist alles noch unter Kontrolle. Die Turnbulls, kann ich nicht die Orphans einfach nehmen, und da wird die Mel Furies werden stillhalten. Und mir ist gerade nicht nach einer Abreibung. Und ich glaube nicht, dass die Lassies Probleme machen. Du willst, dass ich damit rede? Ja, mir fällt gerade auch nichts ein. Verkaufsunterlagen aus. Geht nicht, der Kühlschrank ist... Riffs klar machen. Na sicher. Pünktlich und zu einem sehr guten Preis. Ich sollte allerdings los, wenn ich es noch schaffen will. Wie spät ist es? Keine Ahnung. Hier ist so viel Zeug, ich wüsste gar nicht, wo... Du hast noch viel Zeit. Die Situation sieht auswegslos aus. Was ist mit der Konkurrenz? Hier ist so viel ist Zeug, alles noch unter gar nicht, wo ich... Die Turnbulls, die Orphans und die Furies werden stillhalten. Ja gut, dann wohl erstmal woanders hin. Bei Amazon Express nochmal vorbeischauen. Das ist keine gute Idee, denke ich. Dieses Mal wirft er vielleicht seinen Monitor nach mir und das ist ein Röhrengerät. Autsch.
Nein, danke. Ich habe schon mal versucht, dir Geld zu kriegen, aber die meinten, ich bräuchte einen... Bin ich Rockefeller oder was? Ja. Dann vielleicht erstmal zu den Bahnsteigen. Einmal zu Mets Wohnung und wieder zurück. Ich weiß nicht, ja, der braucht eine Gasflasche. Ist richtig. Da sind wir unterwegs hin. Wo wir die Gasflasche haben, kommen wir hier nicht weit. Ja. Da braucht man wohl eine Münze. Tja. Du kannst also den Deal mit dem Riffs klar machen. Da waren wir schon. Pünktlich und zu einem sehr guten Preis. Ich sollte allerdings los, wenn ich es noch schaffen will. Wie spät ist es? Keine Ahnung. Hier ist so viel Zeug, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. Du hast noch viel Zeit. Ja, gut. Was ist mit der Konkurrenz? Der Müll ist sicher ist sein Gewicht in Gold wert. Die Turnbulls, die Orphans und die Furies werden stillhalten. Ich glaub, das ist und ich glaube nicht, dass die Lassies Probleme machen. Nö, der hört mir nicht zu, bis er fertig mit Reden ist. Ich muss mit dem Herr reden, um an die Gasflasche ranzukommen, aber ich kann nicht mit dem Herr reden. Wer weiß schon, welche Gefahren unten in den finsteren Abwässerkanälen lauern. Killerkrokodile, mutierte Schildkröten. Tja, wir werden es wohl nie erfahren. Tja. Passe. Das ist irgendwie absurd. Wie dieses ganze Spiel hier. Hin und her gelaufen. Tja, was kann man hier noch tun? Den Fremden? Wüsste nicht, was ich sagen soll. Das hatten wir schon. Ja gut. Gehen wir nur zurück zum Ort des Geschehens und dort. Ja. Ich stecke gerade ganz klassisch. Ich hab den könnt ihr auch nicht mehr. Ganz klassisch stecke ich fest. Genauso. Vielleicht weiß er ja was. Hey, was machst du noch hier? Die Zeit läuft ab. Der Würstchenfresser wird nicht ewig hier bleiben. Ich brauche diese Gasflasche. Ei, ei, Captain. Die Gasflasche. Ja. Ich hab's versucht. Ein einfacher Hotdog-Verkäufer. Nichts Besonderes. Tja. Junge. Dame. Das klingt vielleicht fies, aber was zur Hölle stimmt mit dem Gesicht von diesem Kind nicht? Vergiss es. Hey, Murray! Ich bin's, dein Freund Randall. Komm schon, wir haben uns gerade erst getroffen. Hat keinen Sinn. Ich glaube nicht, dass ich seine Aufmerksamkeit von hier bekomme. Tja, hier kommen wir wohl nicht weiter.
da kommen wir auch nicht weiter. Vielleicht zurück zu Rendezvous. Können wir Rendezvous was erreichen? Ich glaube zwar nicht dran, aber. Ja. Ich denke nicht, dass das klappt. Also nicht zurück in die Wohnung. Die Videothek hat noch zu, oder was? Geschlossen. Jo, der Vertreter. Den hatten wir schon. Der wird uns auch nicht weiterhelfen. Der U-Bahn. Ja. Die alte Schalterhexe. Ja. Also. Krabbler sind außerordentlich gut ausgerüstet. Da hast du nicht die Chance, in ihrer Plasma-Gewehre in die Hand zu bekommen. Aha. Krabbler. Ja. Pfandleier. Ich soll das Schild mitnehmen? Jetzt bleib mal auf dem Teppich, ja? Hm. Melz, Pfandleihe, Qualitätsschrott zu fairen Preisen. Tja. Dann schon lieber mit Leuten reden. Alles klar. Da kommt sicher ein Echo zurück, aber ich probier's gar nicht erst aus. Hatten wir das schon. Du kannst also den Deal mit den Riffs klar machen. Na sicher. Pünktlich und zu einem sehr guten Preis. Ich sollte allerdings los, wenn ich's noch schaffen will. Wie spät es ist? Die trage ich nicht rum. Aber entspann dich. Wir könnten in die Uhr gehen, dann weiß er, wie spät es ist. Was ist mit der Konkurrenz? Wenn der Inventar ist noch unter Kontrolle. Die Turnbulls, die Orphans und die Furies werden stillhalten. Austauschen. Erstmal und ich glaube nicht, dass die Leichen Probleme machen. Ja, mit mehr reden. Das will gerade nicht so wirklich klappen. Nö, der hört mir nicht zu, bis er. Du kannst also den Deal mit den Riffs klappen. Fertig, zu reden. Pünktlich und zu einem sehr guten Preis. Ich habe seit 7 Jahren niemanden mehr einen Hammer übergezogen. Ich sollte allerdings los, wenn ich es noch schaffen will. Wie spät es ist? Keine Tja, können wir den Dieb irgendwie loswerden? Du hast noch viel Zeit. Mein nützlichster Gegenstand. Was ist mit der Konkurrenz? Ja, den gibst du nicht, ja. Unter Kontrolle. Die Turnbulls, die Orphans und die Furies werden stillhalten. Und ich glaube nicht, dass die Lassies Probleme machen. Nicht viel Sinnvolles im Inventar. Es gibt keinen Grund, das zu machen. Tja. Na sicher. Pünktlich und zu einem sehr guten Preis. Ich sollte allerdings los, wenn ich es noch schaffen will. Wie spät ist es? Der Zaster bleibt bei mir. Ja gut. Was ist mit der Konkurrenz? Der Zaster bleibt bei mir. Die Turnbulls, die Orphans und die Furies werden stillhalten. Okay. Und ich glaube nicht, dass die Lassies Probleme machen. Wenn du das machen. Für eine gute Idee hältst, wie wär's mal mit einer Pause vom Spiel? Ein bisschen Federgeld. Du kannst also den Deal mit dem Riffs klar machen. Ich bin nur ein Kurier. Na sicher. Keine Ahnung, wie man das wieder hinkriegt. Und zu einem sehr guten Preis. Reparieren. Ich sollte allerdings los, wenn ich es noch schaffen will. Wie spät ist es? Oh, passt perfekt. Entspann dich. Du hast noch viel Zeit. Die Feder noch mit dazu. Das ist keine gute Idee. Tja. Da funktioniert aber was. Ist alles noch unter Kontrolle. Die Turnbulls, die Orphans und die Furies werden stillhalten. Wie wär's mal mit einer Pause? Ich glaube nicht, dass die Lassies Probleme machen. Ich brauche mal eine Pause von diesem Raum hier. Ich muss hier raus. Das Geschwafel mit der Wand, das ist nicht nervig. Das hilft uns hier auch nicht weiter. So. Ich habe mal ein bisschen Ruhe zum Überlegen. Wenn du das für eine gut. Ja. Das muss nicht geklebt. Hey, dann mach ich doch alles Dreck. Kann wir es kombinieren? Das ist keine gute Idee. Das ist keine gute Idee. Das ist keine gute. Ja, keine gute Wenn Idee. Wenn du das für eine gut. Das macht keinen Sinn. Macht, finde ich, hier keinen Sinn. Den Hammer. Ich glaube nicht, dass.
Ich glaube nicht, dass das hin... Tja, hier vielleicht... Ich glaube nicht, dass das... Kannst du also den Deal mit den Riffs klar machen? Na sicher. Pünktlich und zu einem sehr guten Preis. Der Deal mit den Riffs. Ich sollte allerdings los, wenn ich es noch schaffen will. Wie spät es ist? Keine Ahnung, aber entspannt. Ich jetzt so hier... Das ist keine gute Zeit. Idee. Ja, was ist denn sonst? Ist alles noch unter Kontrolle? Das ist keine gute... Die Turnbulls, die Orphans und die Furies werden stillhalten. Das wird nicht klappen. Und ich glaube nicht, dass die Lassies Probleme machen. Was soll denn klappen? Das ist einfach nur dumm. Ich weiß, aber... Ich glaube nicht, dass das hinhaut. Du kannst also den Deal klar machen. Na sicher. Pünktlich und zu einem sehr guten Preis. Ich sollte allerdings los. Was soll ich hier noch tun? Tja, ja. Ja, gut, was will man? Kannst du also den Deal mit den Riffs klar machen? Na sicher, pünktlich und zu einem sehr guten Preis. Kombiniere alles mit einem. Ich sollte allerdings los, wenn ich es noch schaffen will. Wie spät es ist? Keine Ahnung. Modifizierter Bolz. Das ist noch viel Zeit. Das ist keine gute Idee. Was ist mit der Konkurrenz? Ist alles noch unter Kontrolle? Die Turnbulls, die Orphans und die Furies werden stillhalten. Und ich glaube nicht, dass die Lassies Probleme machen. Das ist keine gute Idee. Du kannst also den Deal mit den Riffs. Ich glaube nicht, dass er... Na sicher. Pünktlich und zu einem sehr guten Preis. Ich sollte allerdings los, das ist keine wenn ich es noch Idee. Schaffen will. Wie spät es ist? Keine Ahnung, aber entspann dich. Oh, das macht Sinn, aber ich muss die richtige Stelle finden. Was ist mit der Konkurrenz? Und dann... Ist alles noch unter Kontrolle? Die Turnbulls, die Orphans und die Furies werden stillhalten. Weißt du, wie spät und ich glaube nicht, und dass die Lassies Probleme noch. Machen. Passt scheinbar. Oh, ein Aufzieher. Ziehen wir das Ding auf. Du kannst aha. Also den Deal mit dem Riff klar machen. Na sicher. Okay, es ist Zeit. Die Lieferung kommt bald an. Ich gehe besser. Das, bis dann, Mel. Das musste passieren, das abholt. Aha. Kanone. Bewegt sich nicht. Ich glaube nicht, dass ich... Eine kleine Kanone, die aus der Uhr rausschaut. Niedlich. Aha. So, will der jetzt mal mit mir reden? Hi, Mel. Hey, Randall? Randall, klar. Wie kann ich dir helfen? Hast du noch mehr Ringe für mich? Eigentlich bin ich dieses Mal für jemand anders hier. Okay, dann schieß mal los. Ich weiß den Namen von dem Typen eigentlich nicht. Ist das dieser Hotdog-Verkäufer, den ich gerade erst kennengelernt habe. Aber du weißt ja, ich bin einfach ein guter Samariter. Aber ja, egal, red weiter. Ja, also der Typ war hier, um eine neue Gasflasche zu kaufen, aber wie sich rausstellte, war die, die du ihm verkauft hast, leer. Echt? Hast du eine Quittung? Klar habe ich die. Was denkst du denn, was ich für einer bin? Jemand, der Sachen verlangt, ohne überhaupt eine Quittung zu haben? Würde mich jetzt nicht überraschen. Hier, das ist sie. Okay, Mann. Weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Ich werde sie heute vorm Dichtmachen auffüllen. Du kannst die da neben der Uhr haben, die ist voll. Danke. Ah. Das ist sehr freundlich. Dann kann ich sie mir endlich mal nehmen. Ich lasse die leere Flasche einfach hier. Jo. Volle Flasche gegen leere Flasche getauscht. Und zu geht's. Zu dem Typen mit dem Hotdog-Stand, der uns vielleicht dann Infos verrät und uns den Weg zeigt über... zum Tatort kommen und dem lieben Matt helfen können beziehungsweise sehen können, wie wir ihm nicht mehr helfen können. Tja, mal schauen. Da wären wir. Hey! Was machst du noch hier? Die Zeit läuft ab! Der Würstchenfresser! Ich hab doch hier bleiben! Ich brauche diese Gasflasche! Aye, aye, Captain.
Ich hab doch hier eine Gasflasche. Im Inventar. Hier, nimm. Nimm deine verdammte Gasflasche. Danke, Junge. Alter, ich hoffe, deine Hotdogs sind vom Feinsten. War echt ein Kunststück, deine Gasflasche zu bekommen. Hm. Und ich habe einen echt wichtigen Anruf verpasst. Klappe zu und zieh dir das an. Schau mal, wie dem Trottelkopf die Nase vom Geruch heißer Würstchen zuckt. Muss was Angeborenes sein. Reiner Instinkt. Ja. Oh, sehen wir, Polizist kommt her. Wie von Zauberhand. Vielleicht noch rein. Hier als kleines Dankeschön ein Hotdog mit allem drauf. Und jetzt muss ich an die Arbeit, mein Gefühl mit sagen, allem drauf. Dass dieses Exemplar sich schon bald auf meinen Laden stürzt. Ich muss mich vorbereiten. Okay. Ich dann hätte jetzt auch einen Hotdog. Der hat jetzt Bock drauf. Der hat jetzt Hunger drauf. Ich hätte jetzt gerne einen Hotdog. Ja, das wäre nicht schlecht. Untersuchen. Sieht lecker aus, aber ich hab grad. Aber ich. Ein Hotdog. Sieht lecker aus. Jetzt hab ich Hunger. Eher nicht. Zu viel Geld mit dem Hotdog kombinieren? Nicht wirklich. Ich noch ein bisschen Zitrone eher dazu. Nicht. Ja. Könnte einen angenehmen Geschmack machen. Eher nicht. Tja, dann. Hallo, Moway. Lieutenant Hicks, Spezialeinheit. Sie sind hier fertig, Murray. Ich übernehme ab hier. Sorry, Junge. Ich bin nicht blöd. Sicher? Ist wohl nicht dein Glückstag. Wir können nicht einfach irgendwelche Leute von der Straße da reinlassen. Ja, ich bin nicht irgendwer. Ich bin Ihr Freund, Randall. Ja. Was ist nur mit Ihnen passiert? Sie waren mal so cool. Naja, ich... Murray, mal echt. Wir können nicht einfach ignorieren, was da in diesem feuchten Keller passiert ist. Da war etwas. Mehr als nur Worte. Sie waren sogar mit Ihrem Knüppel an mir dran. Und jetzt müssen wir so tun, als sei das nie passiert, okay? Wir müssen unser Leben... Dieser feuchte Keller war mein Büro, du Spinner! Und ich habe den Verdacht, dass seine völlige Zerstörung deine Schuld ist. Ach was, nein. Wissen Sie was? Ich versuch's mal mit umgekehrter Psychologie. Ich will nicht da rein, Murray. Wagen Sie es ja nicht, mich da reinzulassen. Ich will nicht. Ja, fast hätte es geklappt, Junge. Schade, dass du vorher mit dir selbst geredet hast. Ah, scheiße. Das war eigentlich für meinen Kumpel hinter der vierten Mauer gedacht. Ignoriere diese Mauer einfach und verzieh dich von hier. Bitte, Officer Murray, ein guter Freund von mir ist da drin und er ist in Schwierigkeiten. Und ich weiß, ich habe hier keinen herzlosen Bastard in einer Uniform vor mir. Wie wäre es mit diesem schönen Geldbündel für einen kleinen Schritt zur Seite? Du bist nur in der Lage, mich mit Respekt zu behandeln, wenn du mich bestichst. Du bist jämmerlich, Randall Hicks. Ich wusste, dass Sie meinen ganzen Namen kennen. Ich habe dieses gewisse Funkeln in Ihren Augen gesehen, als ich ihn zum ersten Mal sagte. Beim ersten Mal sagtest du, dein Name sei Lee Harvey Oswald. Okay, aber Sie haben dasselbe Gesicht gemacht. Das war's. Ich verschwende keine Zeit mehr mit dir, Junge. Sie machen Schluss mit mir? Da drin gehen ernste Dinge vor, Junge. Das ist kein Spaß. Also tu dem Gesetz einen Gefallen und geh einfach nach Haus. Okay, ich werde auch mal halbwegs ernst und frag, was da eigentlich vorgeht. Ich kann nicht über Details reden, aber soweit ich weiß, ereignete sich der Vorfall in Matthew Griffins Wohnung. Das ist er! Das ist mein Freund Matt! Was zur Hölle ist passiert? Ich weiß selber nicht genau, aber ich kann nur Leute reinlassen, die ihm nahestehen. So, wie Verwandte. Ich bin sein bester Freund. Seine Freundin hat mich eben erst angerufen, damit ich herkomme. Ich weiß nicht, Junge. Du hast meine Gefühle verletzt, weißt du? Und wenn man alle relevanten Fakten bedenkt, kann ich dir einfach nicht vertrauen. Also, nein. Du kommst da nicht rein. Ich glaube dir nicht. Mach das du weg. Murray, wie schon ein großer Österreicher einst sagte, ich komme wieder. Der Gedanke an einen muskulösen Österreicher hat sich schon etwas heiß gemacht, was, Murray? Kommen Sie, geben Sie es zu. Verschwinde, verdammt nochmal. Hau ab. Das ist ein Befehl. Ich will dein Gesicht nie wiedersehen. Okay, von mir aus. Herrgott nochmal, wenn ich doch nur ein Telefon im Inventar hätte, dann könnte ich Sally anrufen. Aber nein, das ist nur ein Stilmittel. Das klingelt, wann immer das Schicksal das entscheidet. Das ist scheiße. In diesem blöden Spiel kann man nur Anrufe annehmen. Ja, gewöhn dich dran, Randall. Wobei,
Ist eigentlich auch egal. Ich habe sowieso kein Guthaben mehr. Ich habe das Ding seit Jahren nicht mehr aufgeladen. Wahrscheinlich gebe ich einfach gern Videospielen die Schuld an allem. Ich muss da einen Weg reinfinden. Und warum rede ich schon wieder mit dem Blödmann hinter der vierten Wand? Hau ab, geh weg, du zerstörst mein Leben. Dann wiederum durch dich habe ich eine unverschämte Summe Geld bekommen. Ach, zur Hölle, mein Leben ist plötzlich ein Abenteuer. Das könnte aber auch daran liegen, dass ich gerade meinen Job verloren habe. Wir machen uns da mal davon. Den Schmerz. Hey, warte mal. Okay, du kriegst noch eine Chance, aber diesmal verbock's nicht. Der Typ hinter der vierten Wand. Ja.